Hallo und herzlich willkommen zu Tag 265 meines veganen Tagebuchs. Ich möchte mir heute selber widersprechen, und zwar relativ am Anfang der veganen Ernährung habe ich mal ein Video gemacht, wo ich der Meinung war und wo ich gesagt habe, es ist definitiv besser von 0 auf 100 Veganer zu werden. Und mittlerweile hat sich meine Meinung darüber ein bisschen geändert, weil ich bin damals natürlich sehr von mir selbst ausgegangen, weil es bei mir so gut geklappt hat, und habe mir die Argumente auch dann so ein bisschen zurechtgelegt. Aber umso länger ich jetzt Veganer bin und umso normaler sich das anfühlt, umso objektiver kann ich, glaube ich, auch die ganze vegane Sache da betrachten. Und ich merke immer wieder, wenn einer von heute auf morgen Veganer wird und dieses nicht aus einer experimentellen Intuition, wie bei mir der Fall ist, sondern aus zum Beispiel Tierschutzaspekten. Dann ist es so, dass diese Dogmen, die da existieren, das große Dogma, keine tierischen Produkte, dass er das nimmt und dass er danach handelt, als Leitfaden sozusagen, und sich auch strikt daran hält, und dass das dann durchaus, eben weil das verbunden ist mit so einem Zwang, eben scheitert. Und das ist das, was ich so jetzt mittlerweile auch realisiert habe, weil ich mich ja doch jetzt ganz häufig mit Veganern oder Menschen, die jetzt anfangen, sich vegan zu ernähren, unterhalte. Und da muss ich mir widersprechen. Mittlerweile glaube ich wirklich, dass es individuell ist. Also das ist, dass da wirklich kein großes Pro dafür gibt, sofort umzuschwenken, sondern dass es individuell ist. Gerade dann, wenn man eben dieses starre Dogmatisieren, wenn man da sehr aufgrund seiner generellen Konditionierung schon sehr da antrainiert ist, verändert man sich durch die vegane Ernährung dann auch nicht im Mindset. Das heißt, man ist dann nicht glücklicher oder man ist dann zufriedener und ausgeglichener. Das ist dann nicht der Fall, weil man dann in diesem Mindset drin ist. Ich muss das und das befolgen und das habe ich zu tun, sondern wenig auf weniger auf seine Intuition hört und wirklich auf sein reines Gefühl und auch lernt, dieses reine Gefühl von der Konditionierung zu unterscheiden. Und von daher möchte ich mich an dieser Stelle gerne widersprechen und sage, dass es durchaus sinnvoll sein kann für einige Menschen, einfach um auch ihr Körpergefühl neu kennenzulernen und so weiter, am Anfang vielleicht wirklich sanft zu experimentieren. Ich wollte das an der Stelle nur noch mal kurz erwähnen, weil es hat sich in meinem Verständnis geändert, und das ist mein Tagebuch, und deswegen wollte ich das auch nur mal zum Besten geben. So, das dazu. Des Weiteren, was sich auch geändert hat, ich habe jetzt mein zweites kleines Klavierstück gespielt und ein bisschen eintrainiert. Ich habe mir in letzter Zeit nicht mehr so viel Zeit genommen fürs Klavier, aber hin und wieder doch, und einfach weil ich auch zeigen möchte, dass man als Erwachsener anfangen kann, noch mit Klavier zu spielen und auch als relativ Grobmotoriker und große Hände, also kräftige Fleischerhände und so weiter, dass es alles noch möglich ist, und möchte euch nicht ohne Stolz mein zweites Stück vorführen. Ja, jetzt also mein zweites Stück, also auch als Erwachsener kann man dann anfangen, Klavier zu lernen, und ich habe zwar jetzt nicht mehr so viel Zeit, wie ich mir gerne, das ist falsch, ich nehme mir nicht mehr so viel Zeit, wie ich denn gerne, auch falsch. Ich nehme mir nicht mehr so viel Zeit, weil ich anscheinend andere Dinge wichtiger erachte. Aber ich versuche trotzdem, das Klavier trotzdem noch zu lernen, und spiele nicht ohne Stolz jetzt mein zweites kleines Stück. Ton war nicht so richtig. Für Elise, und wie gesagt, ich kann es
Klavierspiel nur jedem empfehlen, weil rechte und linke Gehirnhälfte, und selbst wenn ihr nie der große Virtuose mehr werden solltet, wenn ihr quasi mit 30, 35, 40 anfangt, aber es macht total viel Spaß, es ist gesund und man hat so seine kleinen Erfolgserlebnisse. Ja, und last but not least möchte ich noch darauf hinweisen, dass ich heute ein Video veröffentlicht werde, um 11.30 Uhr denke ich mal wird das veröffentlicht, was mir sehr am Herzen liegt, und zwar geht es darum, wer ist für Krebs verantwortlich, also wo liegt die Verantwortung von Krebs, wie viel ist genetisch bedingt, wie viel sind die Ernährung und die Lebensbedingungen, in denen man sozusagen lebt, wie ist das da Verhältnis und wie ist das aufgeschlüsselt, und ja, das hab ich, da habe ich mir viel Zeit genommen, auch um das auch wirklich mit Studien, mit großen Verbänden oder mit Büchern zu unterlegen, damit es auch wirklich fachlich fundiert ist. Und das Video kommt heute 11.30 Uhr, das heißt, wer ist für Krebs verantwortlich. Und ja, ich hoffe, dass ihr da Gefallen dran findet an diesem Video, und ja, das wollte ich noch hinweisen. Und dann noch ganz kurz zur Auswertung dieses letzten Wissensvideos, wo ich halt so ein bisschen ja, wie mit meinem Sohn geredet habe, und ich habe mal so angeschaut von den Views nach sozusagen 3 Tagen, was ja, man da so erwarten kann, und ja, also muss ich sagen, also es ist von den positiven Stimmen ist es leicht positiver als meine normalen Wissensvideos, aber von den negativen Stimmen ist es auch leicht negativer als meine. Das heißt, dieses Video, also dass ich mit euch sozusagen so ein bisschen ja, wie mit einem Kind rede, um das besser verständlich rüberzubringen, polarisiert mehr. Und ja, weiß nicht so recht, was ich damit anfangen könnte. Ich könnte natürlich für jedes Wissensvideo eine Easy Edition machen und eine normale Edition, aber vielleicht wechsle ich das auch immer einfach ab, wie ich gerade Lust habe. Das weiß ich noch nicht. Ich wollte nur sagen, also die Auswertung hat mich nicht dazu geführt, zu wissen, dass ich jetzt sozusagen ja, relativ einfach nur noch rede oder eben nicht einfach, sondern hänge eigentlich ziemlich in der Luft mit meiner Auswertung. Das soll es für heute gewesen sein. Ich wünsche euch viel Spaß in der Woche, und wie gesagt, wenn ihr wissen wollt, wer schuld an Krebs ist, dann 11.30 Uhr gibt es Antwort. Macht's gut, euer Christian. Ciao. Und wenn man noch nicht genug von mir bekommen kann und sich zu Tode christianisieren möchte, der hat natürlich hier unten die Möglichkeit, mir bei meinen anderen Projekten zu folgen. Und das ist zum einen natürlich meine Homepage, wo quasi die Quintessenz aller YouTube-Videos und Facebook festgehalten wird, in den veganen Säulen, die ich mir sozusagen aufgebaut habe. Bei Facebook tue ich meiner Leidenschaft frönen, Fotos zu schießen und ein paar persönliche Dinge preiszugeben. Des Weiteren natürlich die Playlists bei YouTube. Ich empfehle da vor allem das Wissensarchiv, wo wirklich der pure Content drin ist, ohne Laberei, wo es einfach nur um Wissen geht. Dann natürlich die Rezension, Produkte kaufen oder nicht kaufen, das findet in Rezension, Rezepte selbst erstellt oder getestet, und natürlich nicht zu vergessen mein Tagebuch, wo meine persönlichen Gefühle des Tages verarbeitet werden. Ich wünsche euch viel Spaß mit Christian.